Dann gehen wir da mal hin und damit herzlich willkommen zurück bei No Man's Sky in einer weiteren Folge. Ja, in der letzten Folge wollen wir ein bisschen warpen, müssen jetzt hier abwarten, dass der Wissenschaftler seinen Neustart durchführt. Anderthalb Stunden müssen wir warten. Deswegen machen wir gerade ein paar Nähmissionen. Und jetzt wollte ich mal hier gucken. Ach guck mal, die kann ich wieder mitnehmen, oder was? Cool. Oh, nicht schlecht. Warte mal, ich guck erstmal hier, was der zu verkaufen hat. Kobalt brauchen wir, Ferritstaub brauchen wir momentan nicht. Kabelbäume bräuchten wir zwei, die kaufe ich direkt mal. Habe ich die jetzt gekauft? Ich weiß es nicht, ich hoffe doch. Goldchlor, das ist nicht das, was wir brauchen. Warte, ich schau mal kurz, haben wir die jetzt gekauft? Jo. Die Wasserstoff würde ich gerne kaufen, wenn wir hier einen Händler finden. Momentan ist hier noch keiner gelandet, deswegen gehen wir erstmal rüber. Ich guck mal, ob wir nochmal ein Upgrade machen können vom Exo-Anzug. Ich weiß halt nicht, ob die sich hier, ja, wie soll ich das, wieder aufladen oder neu spawnen? Nö. Technologiekaufmann, für was war der nochmal? Exo-Fahrzeugforschung, okay. Gut, sonst haben wir hier erstmal nichts. Da ist einer gelandet. Da kommt auch noch einer an. Hallo, Analyst. So, ja, ich möchte mit dir handeln. Kobalt. 120, das wären für 51.000. Ja, scheiß was drauf. Kupfer. Das nehme ich auch nochmal mit. Das nehme ich auch nochmal mit. Sonst hat er nichts, ne? Nee, instabiles Plasma, das brauchen wir momentan nicht. So, ciao. So, dann hätten wir hier noch einen Kollegen. Hallo. Ja, ein Handel. Der hat dasselbe. Kupfer, Tiritium. So, scheiß was drauf. Das sind so Sachen, die wir immer brauchen. Ne? Ferritstaub. Komm. Ne? Pass auf, dann kann ich das Tiritium. Das kann ich mal eben hier stacken. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir stacken könnten? Nee, ne? Ja, das muss ich noch installieren. Ah, kann ich das auch im Frachter? Nee, nee, weil ich nicht an Bord bin. Ah, außer Reichweite, okay. Okay, okay, okay. Ja, dann kaufen wir immer ein bisschen auf, ne? Macht ja nichts. Deuterium. Die Wasserstoff wäre echt cool, wenn das jemand verkaufen würde. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Das sieht aus wie ein Vogel. Also, im Sinne von Vogel. So, Ferritstaub. Phosphor. Heißes Klima. Uran. Boah. Aminokammer. Ferritstaub. Ja, brauchen wir gar nichts. Den hatten wir. Mist. Warte mal, können wir noch Sachen, irgendwelche Sachen verkaufen, die wir jetzt gerade nicht brauchen? Hier, lebende Perle, da bauen, herstellen. Ja. Ich gehe nochmal zum Kollegen Handelsterminal. Klar, bauen, herstellen, aber momentan brauchen wir sie halt nicht, weißt du? Ich könnte sie auch behalten, aber ganz ehrlich. So.
Hiervon verkaufen wir nichts. Was brauchen wir selber alles? Da waren wir schon. Warte mal, Konvergenzgüffel, den könnten wir verkaufen. Diese Gerätschaft wird von den Corvex benutzt, um... Ja, ciao. Gefrorene Knollen, ciao. Hier lebende Perle, okay, ciao. Und Kürbisknolle, alles klar, ciao. Gut. Gut. Wo kriegen wir denn jetzt die Wasserstoff her? Das wäre echt... Das wäre echt ein Träumchen. Wenn nicht, könnte ich zur Stinky Base nochmal schnell reisen. Ich frage nochmal den Kollegen. Und würde dann zur Stinky Base eben schnell reisen. Weil da müssten wir die Wasserstoff haben. So, Ferritstaub, Kobalt. Die haben immer nur das, ja, meistens dasselbe dabei. Straßenköter, Bronze, Solar, Spiegel. Reines Ferrit, Platin, ja, Ferritstaub. Ciao. Gut. Dann lass uns mal zur Stinky Base. So. Unaktiviertes Kupfer müssen wir nochmal gucken, ne? So, da wollen wir hin. Gehen warpen. Let's go. Dann machen wir das und dann würde ich nochmal schauen, auch wegen ab. Wir brauchen unbedingt das aktivierte Kupfer, damit wir halt dieses eine Ding da fertig haben, ne? So. Dann mache ich mal den Kollegen. Nein, den wollte ich nicht machen. Da haben wir H. H ist doch die Wasserstoff, ne? Ja. H ist die Wasserstoff. Jo, das sieht gut aus. Dann nehmen wir das hier mal mit. Gibt es davon eigentlich auch große Ressourcen? Aber ich glaube, da gibt es auch große Emeralds von, ne? Nein. Nochmal hier, damit wir sie besser sehen. Mehr oder weniger. Dann nehmen wir hier jetzt, erstmal alle mit. Scanner muss aufgeladen werden. Okay. Scanner! Kleiner, ne? Die Leute, die wissen, wo es herkommt, die haben... Ja, ja. Manche Sachen sollte man lieber nicht erklären. Okay. Da vorne haben wir noch ein bisschen die Wasserstoff. Ich glaube, das sollte dann schon reichen, um ein Gelee herzustellen. Wie viel brauchten wir? Ein? Muss ich gleich mal nachschauen. So. Hier haben wir noch ein bisschen. Eigentlich wäre geil, wenn wir so einen großen Emerald finden würden. Oder Kristall, sagen wir mal Kristall dazu. Oh nein, ich meine nicht den angeblichen Comedian. Ja, das ist einfach nicht mein Humor. Das ist für mich, ja. Okay. Ja, du bist am Blinken, wie verrückt. So, einen haben wir. Brauchten wir einen? Warte, ich guck nochmal. Ein, okay, sehr schön. Gut, dann hätten wir das nämlich auch. Lalala. Ja, wir haben noch die Upgrade-Karten. Die können wir theoretisch auch machen. Wir machen jetzt erstmal eins nach dem anderen, komm. Sonst sind wir hier immer im Dauerloop unterwegs und werden irgendwie nie fertig werden. Ah, unsere erste Base, weißt du noch? Ja. Warte mal. Hatten wir hier in dem Lagerbehälter... Ah nee, das überträgt sich ja, ne? Das überträgt sich ja, ne? Von Lager zu Lager. Ja. Sehr gut. Aber gut, dass ich noch hier hinreisen konnte, ne? Ohne Strom. Okay, wir sind in der Nähe. Dann können wir einmal hier machen. Zack.
Hatten wir das auch. Minus 20% Startkosten, mega gut. Analysieren, analysieren, analysieren. Haben wir sonst noch irgendwas zum Analysieren? Nee, ne? Hier haben wir noch so ein Moped, das könnten wir theoretisch... Können wir theoretisch eben hier reinpacken. So, pass auf. Dann machen wir jetzt anders. Dann werde ich jetzt mal den Kollegen rufen. So, den Frachter. Dann werde ich da hinfliegen und mal das Modul da installieren, ne? Sonst kriegen wir das nie installiert. So, einmal nach oben. Und dann einmal zum Frachter. Dein Hauptschiff. Ja, will ich auch hoffen, dass du meinst, ist immer. Sieht auch eigentlich ganz geil aus, muss ich sagen. Hochhilfe, Legerino. Wo waren hier nochmal? Da oben kann man reinfliegen, ne? Reinfahren wollte ich schon sagen. Und da hatten wir ja auch eigentlich noch die Expedition, ne? Da müssten wir mal schauen, was damit geschehen ist. Ich trinke mal kurz was. Ich glaube 6. Ah, guck mal, hier ist ja... Ist das nicht... Ja! Ah, guck mal, da ist das eine. Oh Gott. Oh Gott. Schnell raus hier. Ja, da ist die Bandai Namco, ja. Aber was muss man denn hier, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich, Ciao. Ja, da müssen wir nochmal... Da müssen wir nochmal gucken, ne? Ich mach die nochmal zum Primärraumschiff. So. Dann gehe ich mal nach oben. Gehst du nach oben, wird man dich loben. Und hier müsste, glaube ich, auch das Ding sein für Module. Ja, mal ansehen. Hier. Basisteile und Upgrades. Nee. Aussehen anpassen. Naja, da haben wir noch gar nichts, ne? Da können wir noch ja nichts machen. Lagerfläche, nee. Ah, das war nicht ein erweiterter Shot, ein erweiterter Slot ist da, hör mal. Basisteile und Upgrades, für was? Ah, da brauchen wir auch. Ah ja, Fregattenmodule, genau, 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 das war ja das. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ach, Frachterumfärbung kostet 5000er Need. Ach so ein Ding ist das. Ach so. Ich glaube, klar, wir könnten mehr Missionen machen, auch in einer Anomalie, ne? Um Nani zu verdienen, aber ich würde halt erstmal gerne hier die Hauptmission machen, weißt du, wie ich meine? So, wie sieht's eigentlich hier aus? Sortenkommandoposten. Bereit. Kalibrieren wir schon, erklären. Nachbesprechung mit Kommandant. Okay, Schwerpunkt Industrie, Distanz 984 Lichtjahre. Protokoll 232. Wir schickten das Bergungsteam zur Absturzstelle eines Frachters. Es entdeckte Lebenszeichen. Die Crew fand einen Frachtraum voller eingesperrter Tiere. Außerdem gab es Ausrüstung zur Überwachung der Tiere. Die Crew öffnete alle Käfige und barg die Ausrüstung, gesammelt
Neuralleitung. Protokolleintrag 469. Oder ist ganz schön viel am Labern, ne? Wir erreichen das Kürnsee. Ja, okay. Kann ich nicht hoch und runter? Kann ich nicht hoch. Ah, okay. Hören wir mal Geodesit. Wie viel und wo? Für uns Flotte Rücksatz versammeln wir unser Hauptschiff. Okay. Nice! Geodesit einmal und Units gut geschrieben. 27.000, nice. Okay. Gut, wir könnten denen eine neue Mission, ne? Eine neue Mission geben. Dafür muss ich, glaube ich, zum Hauptmeister hier. So, ja, ja. Potenzielle Expedition, Schwierigkeit 2, Industrieexpedition, ausgeglichene Expedition, 43 Minuten, 3 Stunden, Kampfpatrouille. Ich mache einfach erstmal Industrie, oder? Ich weiß nicht, was heißt denn ausgeglichene Expedition? Ja, komm, Schwierigkeit 2, let's go. So, kleiner Grabbler. Ah, nee, der ist ja nur... Ah, nee, das macht keinen Sinn. Nee, 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 nee. Ja, wir bräuchten mehr Fregatten, ne? Ja, ja. Oder mehr Schiffe, weil der ist... Hier ist für Industrie gut, ne? Ja, mach mal einfach. So. Okay, dann hätten wir das. Dann können wir wieder runter. Was haben wir hier? Nichts. Wo ging es denn hier nochmal runter? Hier nicht. Oder warte, wir können ja hier, ne? So. Ja, die Schiffe, die müssen... müssten wir auch mal irgendwann, ne? Ja. Ja. Gut, dann hätten wir das. Basiscomputer-Archive können wir schon wieder durchsuchen. Okay. Und da los. Okay. Und dann einmal raus hier. Let's go. Out of the zone. Okay. Ja, der wird wohl noch ein bisschen brauchen. Ich würde jetzt mal gerne das hier machen. Ein Planet in Not. Oh, wir haben hier noch eine Absprungskapsel. Wo denn? Planet Pipapo. Wir müssen da hin, oder was? Gut, dann machen wir das mal. Das müsste noch ein Überbleibsel gewesen sein von den Karten, ne? Also von denen, die wir mal hatten. Oder irgendwas. Weil ich habe ja jetzt noch 2 Karten. Wir hatten ja jetzt keine weitere mehr gemacht. Ja, es muss ein Überbleibsel sein. Na gut. So. Uralte Ruine. Okay, haben wir hier auch noch. Können wir den Planet scannen? Jo. Gamma, wo... Ich würde halt gerne... Ah, ich würde gerne mal einen Planeten finden... Also wir haben ja schon Planeten gefunden, wo aktiviertes Kupfer ist. Aber... Ne, sind nie drauf geflogen. Das ist so unser Problem. Gut. Naja, da kommen wieder irgendwelche Sachen. So, kann ich das markieren? Nee, ne? Oh Gott. Dann gebe ich mal Gas, komm. Let's go! Schaden im... Ah ja, Schaden übersehter Planet, da waren wir doch schon mal, ne? Warte mal, gab es da nicht diese Sterne, die wir platzieren konnten, die so leuchten? Ich weiß nicht, ob das auch der Planet war, wo wir die uralten Relikte gefunden haben. Weißt du, wie ich meine? Die uns ja richtig, richtig gut Cash gegeben haben. Vielleicht sollte ich hier nochmal schauen. So, Eintritt in die Atmosphäre.
Ja. Oh, Hilfe. Ja, sorry. So. Da wären wir. Lass mich verarschen. Okay. Ja, der muss sehr, 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 sehr weit zurückliegen, weil wir hier anscheinend schon mal waren. So, warte mal. Das können wir jetzt schon mal machen. Dann nochmal hier eben eine Raffinerie hinstellen. So. So. Natrium hatten wir ja ein bisschen. Ja, komm. Dann machen wir das mal so. Und das eine können wir ja auch mit, was wir beim Schiffen mit Natrium, können wir auch mit Natriumnitrat machen, deswegen. Ja. Ich mach mal stoppen, weil, ja, ich bin da, ne. So. Direkt mal aufnehmen. Und dann einmal nochmal ein weiteres Modul. Jo. So, dann hätten wir das auch. Dann können wir hier nochmal speichern eben. Ja. So, warte mal. Jetzt will ich mal kurz gucken. Silber. Hexabeere. Silber. Jolt. Fabrik. Warte mal, zur Fabrik könnten wir eigentlich nochmal fliegen, ne? Ah, nicht dieser Planet, okay. Dann nein. Nein. Mist, jetzt haben wir es markiert. Ah, nein. Ich weiß halt nicht, ob das hier war mit den Dings. Mit den Relikten, aber der zeigt mir jetzt hier auch gar nichts an gerade. Nur Ansammlungen. Ja, gut. Dann würde ich sagen... Machen wir jetzt mal das hier. Ein Planet in Not. Das wollten wir ja schon seit vielen, vielen Folgen machen. So. Theoretisch können die auch nochmal zur uralten Ruine fliegen, ne? Die uns hier angepriesen wird. Komm, machen wir nochmal. Wir sind ja jetzt gerade hier, deswegen... Aber das ist nicht unbekannter Mond. Aktiviertes Kupfer, ja! Pyrit, Salz. Hohe Wächteraktivität, ja, okay. Da müssen wir uns dann nochmal ein bisschen durchschlagen, ne? Aber wir brauchen das aktivierte Kupfer. 75. Dann haben wir zwei Fliegen auf einem Streich. Einmal die uralte Ruine und das aktivierte Kupfer. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal, die uralte Ruine. Ich... Warte mal, da musste man sich auch in den Boden graben, ne? Ja, scheiße. Ja, da muss ich dann gleich mal scannen, wo wie viele Wächter sind. Aber das ist echt ein kleiner Planet. Also, ja, klar, ist Mond, ne? Aber... Im Gegensatz zu den anderen Planeten ist das ja hier echt ein... Ne, kennst du bereits. Kaktusfleisch. Nice. So. Dann schauen wir mal. Oh Gott. Oh Gott, ich sehe nichts. Uiu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 i. So, jetzt aber. Oh, hier scheint es sehr heiß zu sein, ne? Extreme Hitze, ja, ja. Ich merke schon. Ja, ja, mach mal weg. Ah, hier ist gerade ein Sturm. Oh, fuck. Oh, Gott. Junge.
Gott. Sturm ist immer noch, ne? Ja. Alter, 500 Grad, was das gerade war, was ist denn da los? Dann warten wir nochmal kurz. Wir können ja schon mal in der Zeit hier ein bisschen scannen. Da müssen wir gleich hin. Pyrit ist auch sehr, sehr nice. Ein Wissensstein. Da ist auch noch ein Wissensstein. Aber der müsste hier sein, ne? So ein Beutel, Abwurfkapsel. So, wie lange geht denn jetzt noch der Sturm, sag mal? Hier ist ein Wächter, ne? Ich glaube, über uns ist direkt ein Wächter. Extremes Wetter, besonders wertvolle, seltene Ressourcenablagerung verfügbar. Ja, okay. Seltene, ja, ja, aktiviertes Kupfer ist, glaube ich, echt selten. Ja, ist noch Sturm. Das ist noch Sturm. Ich kann mich jetzt auch nicht einfach am Wissensstein stellen, dann wären wir gebrutzelt, dann sind wir tot. Das ist so ein bisschen, ja, okay. Wo ist denn der Wächter? Der müsste über... Huch. Da ist einer. Okay. Naja, Taschenlampe, ich weiß. So, ist jetzt noch Sturm oder was? Oh, danke schön. Danke schön. Gut, in der Zeit kann ich nochmal was trinken. Alter, 500 Grad, Digga. Nachtemperatur. Na gut. Viking-Wort für. Aber sonst ist hier nichts, oder was? Hier war jetzt ein Wissensstein und dann ist gut, oder wie? Ah. Die Erinnerungen eines längst vergangenen Stammes von Viking-Kriegern fließen aus der Steinmarkierung. Sie formen sich zu einer geisterhaften Essenz, die mich mit Weisheit füllt. Das Buch der Hirk erzählt vom Aufstieg der Reisenden. Sie sollen aufsteigen und die grenzenlose Leere erkunden. Die Viking sollen ihren Aufstieg nicht stören, denn die Reisenden müssen obsiegen. So verfügt es das Buch des Hirk. Suche Wissen der Vergangenheit. So. Okay. Historische Daten enthüllt. Okay. Da hinten. Noch eine uralte Ruine. Ja, aber sonst ist hier nichts, ne? Ich guck nochmal vorsichtshalber, aber hier ist sonst nichts. Wir hätten auch Sprache machen können, aber naja. So, jetzt wühlte ich mal. Vergrabene Mineralieninformation, summender Beutel, vergrabener Vorrat. Das ist ja alles gut. 541 haben wir irgendwas in der Nähe. Salz. 600. Zur Not können wir auch eben hinfliegen, ne? So. Dann fliegen wir mal da eben hin. So. Müsste uns ja eigentlich anzeigen, ne? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, dann lande ich nochmal. Ja. Ja, danke für nichts. Danke für nichts. Wissensstein, Salzansammlung. Wo war das denn jetzt nochmal? 161, komm. Boah, hier ist aber richtig heiß, ne? Mein Gott. Knapp 100 Grad. Also hier eine Basis bauen, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, hier können wir nochmal scannen. Sehr, sehr schön. Hier auch nochmal. Ich nehme alles mit, was man scannen kann, ne?
Unterirdische organische Struktur. Hört sich interessant an. Okay. Oh Gott, Alter. Werde ich sehr heiß. So, uns wird bestimmt gleich ein Wächter konfrontieren und sagen, was machst du da? Ich schau mal kurz. Okay. Hier haben wir einen Riesenflöz, das ist sehr, sehr gut. Da ist ein Wächter, da kommt ein Wächter. Ich muss mal kurz eben... Ah, wir können, in der Zeit können wir eben... Aber wir müssten genug haben. Ich gehe mal wieder zum Raumschiff zurück. Warte mal, wir hatten hier irgendwo noch... Irgendein Special, glaube ich, ne? Ja. Da möchte ich nochmal kurz schauen. Dann muss ich abbauen, okay. Abschießen. Nee, abbauen. So. Klebrige Fleischsorten. Okay. Eieieiei. Die Wasserstoff auch sehr nah. Ah, aua. Ja, aber hier ist zu heiß. Hier können wir nicht lange, weil wir brauchen echt viel Natrium dafür. Das ist echt ein bisschen belastend hier auf dem Planeten. Huch. So, warte. Da, reparieren. Dann haben wir das auch endlich mal. J sei es gedankt. Okay, dann lass uns mal zur alten Ruine nochmal gehen. Ja. So. Da müssen wir dann da lang. Kann ich das markieren? Jo. Irgendwie schon. Aber wie heiß, ne? Also. Und das ist ja so heiß, dass das so rapide abnimmt. Ich meine, wenn wir bei der Kälte-Dings sind. Oh, wir haben schon wieder ein bisschen Übernahme. Übernahme.